Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Ark Survival Evolved Crystal Isles mit der Pucnasia Mod 436. Was war er hier? Was, der ist 962 WTF? Okay, ich sehe schon. Da drüben ist noch ein kleiner Käfer. Ach nee, ist gar kein kleiner Käfer. 436. Nein. Die anderen zwei haben uns eben ganz schön auf die Mütze gegeben, ne? Zwei oder drei. Müssen wir nicht nochmal haben. Aber ich würde sagen, wenn wir diese Jackbugs sehen. Dass wir immer gucken nach dem Level und wenn sie halbwegs tötbar sind, nehmen wir sie mit. Ja, cool. Ja. Es ist sogar ein Mädchen. Oh, ups. Entschuldige. Argentina. Ja. Die braucht auch Fleisch bestimmt zum Essen, ne? Brauchst du Fleisch zum Essen? Brauchst du Fleisch? Brauchst du Fleisch, oder? Ach so, Moment, das steht ja auch hier in diesem. Es steht doch hier in diesem, ne? Wir brauchen auf jeden Fall mehr Nahkampfschaden. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. So. Was ist das? Ach so, sah nur so komisch aus. Okay, ich bin gerade ein bisschen überfordert der Möglichkeiten, die es hier gibt. Ist ja Wahnsinn. Nochmal, Prodigious, wo standen die da? Prodigious, Asha. Can land on water. Really? Ja. Tatsache. Wie cool ist der denn bitte? Der ist doch mal richtig cool, oder? So, nichtsdestotrotz brauchen wir noch ein bisschen Zeug. Und ich persönlich, wie gesagt, fände jetzt auch ein Trike oder so nicht verkehrt. Allerdings. Warum läuft ein Bronto rum? Man muss nur auch aufpassen, es gibt auch Zombie-Brontos und sowas. Und die sind jetzt nicht unbedingt gerade so. Da ist ein Archie. Das wird cool hier. Ich suche tatsächlich so ein bisschen die Stelle, wo wir eben schon mal gespawnt sind. Hier ist ein Todesstrahl. Da waren die Nameless, ne? Möchte man hier sein? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Läuft dann. Ist das ein Schaf?
Dachverwalter, Dachverwalter. Oh! Was ist das für eine Schlange? Das sieht aus wie so... Attackieren die Schafe das Mammut? Aua, aua! Die Schafe attackieren? Was ist das für ein Pingu? Ihr hört die Mucke, oder? Alter, Dachverwalter! Hier ist voll die Party! Puh. Ja? So waren hier eben nicht Strikes? Und andere Tiere? Ich würde gerne noch mal... Man muss hier immer erst tatsächlich ein bisschen... Was ist denn das? Das ist nichts für mich. Alter Schwede, hier ist voll die Party. Okay, das würde erstmal reichen. Also es sind immer noch extrem viele Tiere hier tatsächlich. Vielleicht müsste ich die Spawnrate doch noch mehr runterstellen. Ich weiß aber nicht, ob das was nutzt. Level 275. Ich meine, wir brauchen ja auch Fleisch und sowas, ne? Hör mal. Hä? Der kann sich recht hochfliegen. Okay. Irgendwas töten wir da, aber das ist auch okay so. Ich glaube aber, es sind eher die Ameisen als die Kombis, oder? Jetzt haben wir 642er Kombi haben wir gekillt. Okay. Habe ich gerade Kombi gesagt? Kombi. Oh, du bist aber hübsch. Das Problem ist aber, da ist ein Terry, ne? Level 459. Okidoki. Ab. Füttern. Ich glaube, du folgst uns doch mal. Hast du wieder Hunger? Nee. Puh. Ah, da links ist ein Alu. Das ist,
Oh, ist das anstrengend. Mann! So. Oh. Oh shit, jetzt habe ich nicht. Moment, ich habe die Dinger noch nicht gemacht. Hier. So. Oh Gott, ich glaube, wir werden die Basen voll Viecher haben. Nichtsdestotrotz, nehmen wir den jetzt mit, 688. So. Packen wir kurz hier ein. Zack. Ja. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Trike. Was ich werden kann. Hier geht's sonst gerade so ein bisschen, ne? Hi, Spino! Ja, hier ist voll toll. Picayune? Titano. Ja. Wow, ein stinknormaler Petri. Sowas gibt's auch. Warum ist so ein Klauvogel? ...114er Trike, 229er Trike. Hier ist ganz schön Party, wa? Oh mein Gott. Nein! Kommt den nicht hier über die... Kommt hier, locken den hier über die Klippe. Aua. Der Titano sieht cool aus. Ja, komm mal schon mit, kleiner Mann. Guck mal hier. Ja, hier ist super. Komm mal schon mit. Wir brauchen irgendwie mal ein Fernglas oder irgendwas. Level 619, Chabashka. Konnte ich... Oh ne, dich kann man nicht passiv füttern. Okay. Schade eigentlich, Chabashka. Wie heißt das? Rhodesius Chabashka. Müssen wir gleich nochmal gucken. Aber dafür möchte ich bitte auf meinem Vieh sitzen. Wenn man die ganzen Rhodesius reiten kann... Von denen auch reiten. Oh Gott, hier geht's ja ab, ey. Einmal noch. Gott, ich sehe nichts, ne? Komm. So, packen wir auch direkt erstmal einfach ein. Ups. Ich dachte, ach nee. So. Ja, man kann ihn reiten. Ich hab's gesehen. Was hast denn du für ein Level?
275. Müssen wir eigentlich... Ups, der ist so schnell. Alter Schwede, die haben auch einen ganz schönen Knockback hier. Seht ihr das? Also die lassen sich mal nichts gefallen, die Kerls. Oh. Ach, jetzt haben wir hier noch so die Hesper Ornis. Egal, aber so kleine Sachen müssen wir erstmal mitnehmen. Mit ihm hier, also. Ah. So. Sogar noch organisches Polymer bekommen. Alles gut. Hier so ein bisschen. Ist da vorne gerade noch irgendwas rumgelaufen? Nee. Was fliegt denn da rum? Ey, ich werd kirre hier. Wir können doch nicht alles mitnehmen. Liebe Freunde, das geht doch nicht. Und wir müssen jetzt erstmal nach Hause und eine Forge bauen und eine Werkbank. Und ist es hier unten auch so doll? Schlimm. Nee, ich glaube, das hier ist eher bis auf den Pego Mustax da die süße Ecke. Oh, ja, okay. Euch habe ich vergessen. Bin noch mal weg. Alter, laufe weiter. Möchte nach Hause, bitte. Die kleine Shazadi möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. So. Alter Schwede, da geht's ja ab. Puh, was soll man dazu sagen? Was ist denn Terry? Hier ist ein Alu? Oh. Hier ist was, hört ihr das? Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Mann, man erschreckt sich doch mehr vor dir, wie du vor mir. Also ich, puh. Besonders hier. Ach, hier hat sich die Lage etwas entspannt. Das glaube ich, das war auch hier hinten irgendwo, wo so ein Highlight war, ne? Ist immer nur so punktuell, glaube ich. Puh. Ja. Was läuft denn bitte hier rum? Oh. Nee, also mit euch möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Okay. Digga, was machst denn du hier? Level 206 pronto. Wollen wir es probieren? Schaden macht der. Eieiei. Habt ihr es gesehen? Er hat eine andere Attacke. Ich verstehe noch nicht. Also man müsste hier, glaube ich, fast. Wie viel Schaden machen wir mittlerweile an dem? 285.
412. Wow. Ja, gut, uns kommt das, glaube ich, alles als sehr viel vor. Das steuert hier auch gerade alles. Entschuldigung. Ich muss hier noch einen Tick leiser stellen, das geht so nicht. Im Kampf ist das, glaube ich, echt... Weil dann ist das lauter, dann werde ich lauter, das hat keinen Sinn. Hier einmal auf Speed zu leveln ist, glaube ich, ausreichend. Also er blutet auf jeden Fall ganz gut. Ich würde sagen, wir haben dann genug Leder und Co. Weil er macht uns mit seinen 180 nicht wirklich Schaden. Er ist halt ein normaler Bronto, auch wenn er vielleicht schnell ist. Weil alle Tiere hier bei der Pugnasia Mod relativ schnell sind. Aber ist halt immer noch der Standard Bronto, ne? Wenn vielleicht auch mit einem hohen Level. Oh, mir wird schlecht. Aber er steckt auch gut ein, ne? Ah, 412 macht er auch gut Schaden. Also wir sollten diese... Oh, der hat den schon gefressen. Verdammung. So, wir haben wieder Ruhe im Vorgarten. Alter Schwede. Ja, wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir irgendwie... irgendwie mal eine... Wie heißt das hier? Preserving Bin gebaut kriegen. 30.000? Gewicht. Ja. Aber bloß nichts mehr in Geschwindigkeit, ey. Da wird es einem ja schlecht. Aber er kann sich wehren. So, Triceratops Sattel. Brauchen wir noch 21 Level. Schon wieder über der Zeit. Ich habe doch nur Botto gekillt. Was? Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Ark Survival Evolved von der Map Crystal Isle mit der Pugnasia Mod. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.